Hi zusammen, in diesem Video melde ich mich zurück von einer einwöchigen Grippe und in diesem Video soll es darum gehen, ich freue mich endlich wieder ein Video zu machen übrigens, es soll um die Frage gehen, nachkaufen oder nicht nachkaufen, denn ich mache heute mein allererstes Aufgebraucht-Video und ich fange direkt mal an mit diesem Produkt, was ich aufgebraucht habe. Und zwar habe ich euch das noch nie gezeigt, aber ich komme jetzt, ich werde euch jetzt sagen, warum und wie ich das fand. Das ist, zum einen ist es ein Reinigungswasser. Es soll ein sehr mildes 3-in-1 Abschminkwasser sein. Also es soll abschminken, das Gesicht und die Augen und gleichzeitig auch das Gesicht reinigen und es soll sehr mild sein. So ein bisschen wie das Bioderma Abschminkzeug. Und es ist eigentlich im Prinzip so, dass es von der Wirkung her nicht viel bringt, würde ich sagen, weil es lässt sich, das Make-up kommt sehr schwer damit runter und ich muss immer, nach diesem Zeug musste ich immer mit einem stärkeren Augen-Make-up-Entferner alles nochmal wegmachen und auf der Haut war es genau das gleiche. Das Make-up wurde nur oberflächlich entfernt und im Endeffekt musste ich nochmal die Haut richtig reinigen, um sie von dem ganzen Make-up und Dreck sozusagen zu befreien. Also ist es im Prinzip so gewesen, als hätte man das hier nur mit Wasser gefüllt und man tut sich Wasser auf sein Wattepad träufeln und damit abschminken. Null Wirkung, also kaum Wirkung und absolut nicht nachkaufenswert meiner Meinung nach. Ich wollte es aber bis zum letzten Tropfen aufbrauchen, bis ich darüber mein Urteil fälle und mega durchgefallen, leider, weil eigentlich finde ich solche milden Sachen und 3-in-1 Produkte eigentlich immer sehr praktisch und sehr gut. Aber wenn es nicht vernünftig funktioniert, dann ist es ein Flop. Also das werde ich mir definitiv nicht nachkaufen. So, dann habe ich aufgebraucht das Rituals Duschschaum Yogi Flow und in der großen Verpackung, ja. Und ich habe es so geliebt, ich habe es so vergöttert und es ist demnach sehr schnell leer geworden. Und von den ganzen Duschsachen, es hat sich vieles angesammelt bei mir, habe ich immer nur zu diesem Duschgel, Duschschaum gegriffen. Falls ihr das nicht kennt, Rituals, da gibt es Entschuldigung, einige Läden von. Und da, also das ist so ein Gel, wie so ein Rasierschaum. Es kommt als Gel raus und wenn man es mit Feuchtigkeit auf der Haut verreibt, dann wird es zu einem sehr schönen, reichhaltigen Schaum. Und das ist zum einen besonders vom Gefühl her, aber der Duft ist der absolute Oberkracher. Da müsst ihr mal dran schnuppern. Und das Weiße von Rituals riecht auch ganz toll. Aber, boah, ich kann das... Es riecht ätherisch, aber nicht zu kräuterig oder so. Es hat noch so eine gewisse Süße. Es riecht sehr frisch, sehr parfümiert. Der Duft hält jetzt leider nicht so lange, nachdem man sich damit geduscht hat. Aber für den Moment ist es einfach göttlich. Und demnach werde ich mir das definitiv nachkaufen. Und ich bin gerade total auf Entzug, weil ich vermisse es sehr, damit zu duschen. Und demnach, ja, wird auf jeden Fall nachgekauft. So, dann mache ich weiter, ich würde sagen, mit der Shea Butter Reihe von der Marke Fekai. Das ist eine hochpreisige Marke, die Marke kann man zum Beispiel im Douglas kaufen. Und ja, diese Reihe ist für sehr trockene, trockene, strapazierte Haut gedacht, um die besonders intensiv zu pflegen. Und ich fand alle Sachen auch gut, nur ich fand das Shampoo... Hier ist es, ne? Ja, das Essential Shea Shampoo fand ich nicht passend für meine Haare, weil es ist doch zu reichhaltig und nicht reinigend genug für meine Kopfhaut und für mein Haar insgesamt. Und deswegen würde ich das definitiv nicht nachkaufen, weil es einfach nicht das richtige Shampoo für meine Haarbedürfnisse ist. Es ist außerdem sehr teuer. So, ich glaube, vielleicht ist hier noch ein... Das hier kostet, zum Beispiel das Shampoo kostet, weiß ich nicht genau, aber der Conditioner kostet 22 Euro noch was, 95 glaube ich. Und ich denke, das Shampoo ungefähr genauso viel. Den Conditioner, der war sehr gut, also sehr, sehr, sehr reichhaltig, sehr pflegend, sehr dick. Und hat die Haare schön weich gemacht und schön genährt, aber... Es ist jetzt nicht so viel besser gewesen als
Drogerie-Conditioner von der Pflegewirkung her, dass sich der sehr hohe Preis gerechtfertigt. Deswegen würde ich diesen guten Conditioner nicht nachkaufen, weil der ist jetzt keine Ü 20 Euro wert. So, und dann habe ich bis auf den letzten Tropfen ausgewirkt diese Essential Shea Butter Kur. Und diese ist so teuer, die kosten nämlich, ich glaube, 30 Euro oder so. Habe ich mir immer mit Geburtstagsgutschein oder Weihnachtsgutschein oder sowas gekauft. Es ist die beste Kur, die ich jemals hatte. Das ist echt so, als würde man sich seidige Butter aufs Haar packen. Also ich hätte diese Kur jetzt auch total nötig, weil meine Haare sind mega spröde und strapaziert zurzeit. Aber ich hatte die jetzt eine lange Zeit lang nicht nachgekauft. Also was heißt eine lange Zeit nicht? Ich habe die jetzt bis jetzt noch nicht nachgekauft, obwohl die schon seit 2 Wochen leer ist. Die Packung habe ich verwahrt für dieses Video. Ich habe es nicht nachgekauft, weil ich noch viele andere Haarkuren hier rumfliegen habe und deswegen will ich die anderen erstmal aufbrauchen, bevor ich die hier nachkaufe. Aber ich würde die nachkaufen, obwohl die so extrem, extrem teuer ist, würde ich diese Kur definitiv nachkaufen, weil es ja bisher die beste Kur ist, die ich kenne für trockenes, strapaziertes Haar. Wird jetzt, ich weiß nicht, also ich habe aber ein schlechtes Gewissen, sehr teure Sachen zu empfehlen in diesem Video, weil ich immer Angst habe, so, dass es euch nicht gefällt und dann habt ihr 30 Euro aufs Fenster geschmissen. Deswegen würde ich eher sagen, fragt mal im Douglas nach, ob die vielleicht eine Probe haben hiervon, weil ich wurde überzeugt von einer Probe von dieser Kur, diese Kur dann in der Full Size zu kaufen. Ja, auf jeden Fall ist es für mich aufgebraucht und ich werde es irgendwann mal nachkaufen. So, dann habe ich aufgebraucht, mein Freund und ich haben aufgebraucht, das Macaron-Duschgel von CCB Paris, kann man online kaufen, ist auch unter Agnes B. bekannt, kennen wahrscheinlich einige von euch. In der Duftrichtung Heidelbeere. Ich bin immer irritiert von diesen CCB Paris Sachen, weil fast alles erstmal auf Französische draufsteht, wo ich erstmal kein Wort verstehe. Heidelbeere, es riecht auch genauso. So Heidelbeere, Brombeere-mäßig auf jeden Fall. Es riecht sehr intensiv nach dunklen Beeren. Und wir haben es aber nicht als Duschgel gebraucht, sondern unser Seifenspender war irgendwann leer. Und dann habe ich einfach das ganze Duschgel da reingehauen und wir haben es als Handseife benutzt. Ich kann Duschgel als Handseife jetzt eigentlich nicht empfehlen, weil es doch sehr die Hände austrocknet. Würde ich es nachkaufen? Nein. Weil ich finde den Duft eigentlich ganz, also gut. Und mal was anderes. Aber es ist jetzt nicht so ein Duft, wo ich so einen Suchtfaktor habe und wo ich mich gerne drin duschen würde. Deswegen würde ich es nicht nachkaufen. Nein. So, dann habe ich aufgebraucht ein Shampoo von L'Oreal, diese Everpure-Reihe Farbpflege und Feuchtigkeit. Das ist die Spülung. Entschuldigung, das Shampoo habe ich noch. Die Spülung. Die finde ich ganz gut. Über Inhaltsstoffe lässt sich natürlich, streiten oder auch nicht streiten. Aber ihr kennt mich, ich bin nicht so der Inhaltsstoffe-Junkie, dass ich da total viel Wert drauf lege und kann demnach nur nicht die Pflegewirkung, sondern das Pflegegefühl beurteilen. Und das fand ich bei dieser Spülung sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen und würde ich es nachkaufen? Also im Moment nicht, weil ich noch andere Spülungen habe. Würde ich es nachkaufen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Und meine Nase läuft. Moment, erstmal Nase putzen. So, die Nase ist geputzt. Und zurück zur Frage, ob ich es nachkaufen würde. Ich glaube ja. Doch. Ich glaube, ich würde es schon nachkaufen, wenn ich jetzt gar keine Spülung hätte. Und weil ich fand es eigentlich ganz gut. Auch das Shampoo finde ich übrigens noch besser als die Spülung. Und aber die Spülung würde ich mir, glaube ich, auch nachkaufen. So, und das waren meine aufgebrauchten Produkte. Und jetzt kommt die Stelle in meinen Videos, wo ich immer klatsche und dann zerspringt das Bild in 3 verschiedene Bilder. Und ich würde sagen, wir versuchen das alle mal zusammen. Also auf 3, zweimal klatschen. 1, 2, 3. Yay! Es hat auch super geklappt. Vielen Dank an all diejenigen, die mitgeklatscht haben. Und hier verlinke ich euch mal 2 Videos von mir, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust auf mich habt, dann klickt ihr vielleicht hier auf die unten stehenden Links oder auf die Links in der Infobox, weil ich werde diese 2 Videos, die ihr hier seht, dann in die Infobox nochmal verlinken.
Und ja, genau, das nächste Video von mir gibt es bereits morgen, weil ich war ja jetzt ziemlich auf Videomachentzug und demnach werden jetzt diese Woche mehrere Videos kommen. Und ja, morgen kommt das nächste Video, nämlich es ist ein Tag-Video, wo ich euch meine am wenigsten benutzten Sachen zeigen werde. Also ich, man zeigt ja immer seine meistgetragenen Sachen und das ist genau der gegenteilige Tag davon. Ist ja auch mal interessant, das zu sehen. Und demnach ja, freue ich mich auf euch. Auf morgen. Bis morgen. Ciao.